keine Angst vor Wissenschaft. Bei den diesjährigen Fortbildungsveranstaltungen für Pädagogen zum Girls' Day ist es mitunter heiß hergegangen. Der Wissenschaftsjournalist Joachim Hecker hat mit seinen Experimenten das Publikum zum Staunen gebracht. Gertrude Schatzdorfer und Werner Freilinger brachten ihre Erfahrungen aus wirtschaftlicher Sicht mit ein. Wir haben die Inputs in voller Länge mit der Kamera aufgezeichnet. Gaudeamus igitur. 48 Studierende, davon 37 Bachelor- und 11 Master-Absolventen, bekamen im Rahmen der akademischen Feier an der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz ihre Titel verliehen. Rektor Franz Keplinger hofft auf frischen Wind in der Schulentwicklung. Und wenn der Nuller mit dem Einser. Eine Projektklasse der Körnerschule Linz hat sich in diesem Schuljahr mit dem Binärcode beschäftigt. Nachdem sie eine Vorlesung auf der Universität besuchen durften, haben sich die Schüler auch in verschiedenen Unterrichtsfächern mit dem Thema auseinandergesetzt. Bei einem Projektabend mit Eltern und Lehrkräften sind die Ergebnisse präsentiert worden.